gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die nächste oder den nächsten Generation-Check, Leute. Heute mit Ronaldinho, Leute. Wir gucken uns heute die Entwicklung von Ronaldinho von FIFA 10 bis FIFA 20 an, Leute. Lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da, Leute. Wenn es euch gefällt, macht die 13 Likes voll. Ich hoffe es doch, Leute. Dann gibt es weitere Videos hier von dieser Serie. Ich hoffe, ihr Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt bis zum Schluss dran, Leute. Es wird wie immer interessant, ja, wie die Karriere von Ronaldinho so aussah. Und ja, schreibt gerne jetzt in die Kommentare, welchen Spieler ihr beim nächsten Mal sehen wollt, Leute. Es gibt noch den ein oder anderen Spieler, den wir machen können. Also schreibt es gerne rein, Leute. Checkt auch gerne meinen Shop aus. Nice Designs, schwarz-weiß als T-Shirts, Pullover in Orange, in Blau, in Rot und in Grün. In den vier Farben gerne abchecken. Kissen, Tassen, Turmbeule, nice. LED-Lampe am Start, Leute. Handyhüllen am Start, Leute. In Orange, in Blau, in Rot, in Grün und die Geratis. Autogrammcard. Gibt's auch wie immer zu eurer Bestellung dazu, also gerne abchecken. Sehr freuen, Mann. Danke euch, Leute. Wir schauen mal heute, ne, wie Ronaldinhos Karriere aussieht, Leute. Ich kann euch sagen, es wird interessant. Ich weiß gar nicht, wann er aufgehört hat. Also, was heißt aufgehört hat er? Ja, doch, aufgehört hat er, glaube ich. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, erst FIFA 15, 16. Ich weiß nicht, ob es den da gibt, weil damals gab es die brasilianische Liga noch nicht. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, wie lange es Ronaldinho gibt. Gibt es natürlich jetzt wieder als Icon, ist natürlich auch klar. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? So, fangen wir erstmal an, Leute. Hier beim AC Mailand. Ronaldinho 87er Rating. Nur eine 77 in Sachen Tempo am Start gehabt. 91 Dribbling. Auch mal höher setzen können, wie hier zum Beispiel auf 95, hat dann 89er, wie gesagt, FIFA 10 gab es noch keine Informs und so weiter und so fort, die sahen alle gleich aus, die Karten, Upgrade auf 89 bekommen, Tempo ist gleich geblieben, Schuss ist hochgegangen, ja, Schuss ist hochgegangen, Nase juckt, man kennt's, 89er Pass ist auch hochgegangen, Kopfball ist gleich geblieben, Defending auch, aber 95 Dribbling dafür, kann man machen, Leute, kann man durchaus, doch, ja, kann man machen, nice Sache, Alter, schade, das Ding ist, mittlerweile gibt es halt so viele Special-Karten und Ronaldinho hat halt leider aufgehört, bevor es halt diese, bevor die ganzen Special-Karten sozusagen in FIFA reinkamen. Eigentlich bitter. Weil wie viele Special, verschiedene Special-Karten hätte Ronaldinho bitte gehabt in der heutigen Zeit? Wir schauen mal weiter. FIFA 11, Leute. War er auch noch bei AC Mailand? Ich bin gerade überlegen, war der zuletzt bei AC Mailand? Also von den, sagen wir mal jetzt, richtig guten Vereinen? Oder ist er danach noch zu PSG gewechselt? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Hier ist er auch wieder um linken Flügel unterwegs, ne? Das Ding ist, du konntest ihn eigentlich um linken Flügel nicht spielen, weil er zu langsam war mit 75 Tempo. 93 Dribbling, einfach die normale Karte, obwohl er nun 83 hat. 93 Schuss, 87 passen. Dann in Form, ZOM war schon halt viel, viel besser, ne? Konntest ihn halt echt spielen wegen dem Tempo auch. Dann 78 Tempo, 86 Schuss, 91 passen, 95 Dribbling. 86er Info bekommen als Mittelstürmer. Tempo gleich geblieben, Schuss besser, Pass gleich geblieben. 96 Dribbling, Leute. Kranker Shit, Alter. Leider gab es in dieser Zeit in FIFA 11 und so noch keine TOTS-Karten, Team of Gear-Karten und so weiter. Echt bitter. Und dann noch ein 88er Inform. Wie gesagt, auch FIFA 11 gab es, glaube ich, nur die Informs. Also die sahen alle gleich aus. Ich weiß nicht, ob es damals schon andere Bezeichnungen gab. Ob das zum Beispiel dann Team of the Season war und so weiter. Aber ich glaube, das gab es alles damals noch. Ich glaube, es gab damals nur Informs. Auf jeden Fall, was krank ist, 98 Dribbling, Leute. 98 Dribbling. Aber guck mal, überall ist Defending und Kopfball ist überall gleich geblieben. Seht ihr das? Selbst hier, zur normalen Karte. Heutzutage ist ja so, dass sich eigentlich immer jeder Wert so ein bisschen verbessert. Wenigstens ein, zwei Punkte. Eigentlich ist es einfach gleich geblieben. Krass, ne? 79 Tempo, 92 Schießen, 93 Passen und wie gesagt, 98 Dribbling ist krank, ey. Richtig heftig. Richtig, richtig heftig. FIFA 12. Aha, da ist er schon gewechselt, Alter. Krass. Da ist er schon zu Flamengo gewechselt, Leute. Und dann auch noch bei Athletic Mineiro gewesen. Damals gab es noch nicht die Wintertransfers, ne? Alter, der hat, guck mal, 84er normale Karte, ist ja immer noch stabil. 63 Tempo, aber weil er ZOM ist, kann man sagen, okay, ich weiß nicht, wie alt er da war, ey. Ja, locker, also 33, 34 war da bestimmt schon. 89 Dribbling, Leute. Aber ihr müsst mal überlegen, Leute. Das war einfach Ronaldinho damals, ne? Der beste Spieler überhaupt, einer der besten überhaupt damals, ja? Wenn nicht sogar der beste zu dieser Zeit. Und der war hier 33 oder 34, also so alt wie Messi und Ronaldo heute sind, aber hat einfach ein 84er Rating. Ronaldo und Messi haben einfach ein 94er Rating. So, dann dieser Vergleich, wisst ihr, was ich meine? Und der war halt damals der beste Spieler überhaupt. So. Das ist schon krass, ey, wenn man das so sieht. Dann Inform bekommen, allerdings bei Athletic Mineiro.
In FIFA 12 gab es, wie gesagt, die Transferkarten noch nicht. Sieht so zumindest aus, weil sonst hätte eigentlich hier diese normale Goldkarte auch noch bei Athletic Mineiro bekommen müssen. 83 Schuss, 85 Passen, 90 Dribbling, 68 Tempo. Gut, 5 Tempopunkte plus. Kann man mit arbeiten, Leute. Kann man mit arbeiten. FIFA 13, das ist jetzt die Frage, ob der da dann da ist. Er ist noch da bei Athletic Mineiro. Ah, an die Karte kann ich mich noch erinnern, stimmt. Doch, jetzt wo ich ihn sehe, da habe ich ja angefangen zu spielen, FIFA 13 Ultimate Team. Ja, doch, Alter, aber ich habe nie gespielt, weil es zu langsam war. Aber immer 5 Sterne-Skills gehabt. Aber viele haben den eigentlich gespielt, weil damals hat man sich halt noch Teams mit einfach nur mit 5 Sterne-Skill angebaut und so. Und da war Ronaldinho halt auch mal dabei, auch wenn er so langsam war. Damals war, egal, 5 Sterne-Skill-Team, immer dabei. 89 drin wegen 77 Schuss. Und der hat die Skills halt absolut geil gemacht, immer. Ne? Absolut mit perfekter Ballkontrolle und so. Hat dann sogar 2 Informs noch bekommen, 84er und 85er Inform. Na gut, tempomäßig, ne? Von 58 auf 61 auf 62, also hat sich nie viel getan. Schuss auch noch ein bisschen besser geworden auf 86, Passspiel auf 89, Dribbling auf 91 hoch. Und jetzt die Frage, ob er FIFA 14 noch dabei war. Immer noch dabei gewesen, Alter. Ah, jetzt hat er schon wieder seine langen Haare gehabt. Hat er sogar eine World Cup Karte bekommen, auch wenn er gar nicht dabei war bei der Weltmeisterschaft. Aber irgendwie die Top 30 haben dann da damals immer diese World Cup Karten bekommen, auch wenn sie nicht im Kader waren. 53 Tempo nur noch, Alter. Die hat 54, immerhin ein Tempo mehr. Aber immer noch 87 Dribbling, Leute. 82er Rating, immerhin noch. Ist okay, immer noch Goldspieler. Ja, also kein spektakuläres, Bruder, ich kann nicht mehr reden. Kein spektakuläres Jahr. Im Jahr FIFA 14, FIFA 15, immer noch. Gab's, stimmt, Digga. Die Footy-Karte, Mann. Ja, Mann, wo war der da? Alter, was ist das für ein Verein? Curetaro, ey, bei wie vielen brasilianischen Vereinen war der am Ende noch? Junge, Junge, bei 4 Stücke. Ronaldinho bei Curetaro, 53 Tempo. Und dann an die Karte kann ich mich noch erinnern, hier an die Footy-Karte. Aber ich wusste gar nicht, dass er bei Curetaro war, Alter. Ich weiß nicht, ist das erste oder zweite Liga? Keine Ahnung, er war aber richtig viel. Und er wollte, glaube ich, nochmal jeden brasilianischen Verein mitnehmen. Kennt er nichts, Alter. Ganz, ganz eiskalt, da kennt er gar nichts. So, FIFA 16, da ist er nicht mehr am Start. Dann hat er da aufgehört, ne? Dann hat er hier aufgehört. Beziehungsweise nach der Saison 2016 hat er aufgehört. 17, nein, gibt es den auch nicht. 18, da war er wieder am Start, Leute. In FIFA 18 dann erstmalig die Icon von Ronaldinho Gaucho wieder am Start hier, Alter. Let's go, Alter. 89, fresh, ey. Die ist eigentlich auch nicht so stark, wenn man überlegt, ne? 89 rated. Aber die ist nice und die ist natürlich auch nice auf dem linken Flügel. Dann natürlich hier auch noch die World Cup Icon bekommen. Ihr wisst es ja, in FIFA 18 gab es ja den World Cup Modus. Gab es nicht alle Icons, ich glaube, da gab es so insgesamt 15 bis 20 Spieler, die eine Icon-Card, glaube ich, irgendwie so 15 bis 20 Spieler haben eine Icon-Card bekommen und Ronaldinho war halt auch dabei. Sehr, sehr nice auf jeden Fall gewesen, aber vom Ding her ja genau die gleiche Karte wie hier, nur wie gesagt, sieht halt ein bisschen anders aus, ne? Aber vom Ding her, sonst ist alles gleich, ey, sonst ist alles gleich. Das Ding ist, irgendwie check ich es nicht, das ist ja die Baby-Icon, ne? Und eigentlich ist ja die Baby-Icon zu Beginn der Karriere. Das Bild. So. Und die letzte Icon ist ja eigentlich das Bild zum Ende der Karriere. Aber ich bin mir 100% sicher, wir haben das ja auch eben gesehen, so sah Ronaldinho nicht annähernd am Ende seiner Karriere aus. Sondern so. Ja? So sage ich, und so auch schon mal nicht. Das Bild passt, okay, aber das hier passt nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und das passt nicht hier. Also die beiden Bilder müssten die tauschen. Ja? Ohne Scheiß. Die beiden Bilder müssten die tauschen. Eigentlich müssten sie das Bild hier auf die dritte Karte packen, hier, Leute. Ja, mit den langen Haaren, also, keine Ahnung. Aber das Bild ist ja, das passt ja gar nicht annähernd hier dran, so, keine Ahnung. Na, ist egal, was soll's, Leute. So, FIFA 19. Ah, ja, stimmt, doch, da kam ja die Karte noch dazu. Ich wollte gerade sagen, alles gleich, aber nee, da kam diese Karte noch dazu. Und da, das, ja gut, sieht schon ein bisschen eher danach aus. Wir haben ihn hier sogar gar nicht mehr, war ja auch bei Barcelona und bei PSG, ne? Dann war das hier davor noch, dann war der vor FIFA 10 bei PSG und bei Barca noch unterwegs. Also FIFA 19, die normalen Karten, die wir gerade gesehen haben und dann hier die Prime-Icon noch als 95 rated, richtig krank, 99 Dribbling, Junge, heftiger Shit, Alter, heftiger Shit. Mal schauen, was dieses Jahr noch passieren wird, ob diese Prime-Icons wieder kommen werden, ich weiß nicht, ist das bestätigt oder nicht? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das so ist oder nicht, wenn ihr es wisst, schreibt es mal rein, Leute. Das war's auf jeden Fall von diesem Video, ja, wenn es euch gefallen hat, Leute. Gerne Like da, gerne Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, macht die 1 Milliarde Likes voll, ihr wisst Bescheid, was wichtig ist, schreibt jetzt in die Kommentare, Leute, welchen Spieler wollt ihr beim nächsten Mal sehen, hier in diesem Generation Check,
Ich bin gespannt, Leute. Es wird ja noch den einen oder anderen geben, ja, den ihr euch vielleicht wünschen werdet. Also schreibt es rein, checkt noch gerne in den Shop aus. Nice Design, schwarz-weiß als T-Shirts, Pullover in Orange, in Blau, in Rot, in Grün, in den vier Farben. Checkt es gerne aus. Kissen, das sind Turmbeutel, nice. LED-Lampe am Start, Handyöl am Start, Leute. Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis. Autogrammkarte. Gibt es auch noch zur Bestellung dazu. Also, wer Lust hat, Leute, gerne abchecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Ich würde mich freuen. Haut rein. Und ciao.